So. Neuer Fokus ohne Spyware. Okay. Denk nach. Denk, denk, denk. Mir egal, wie mächtig die sind. Diese Luke, da kann allein ich öffnen. Aber finde ich einen anderen Weg raus? Das ist jetzt eine gute Frage. Das Wasser hat eine Strömung. Schwach, aber vielleicht ein Weg raus. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt gewährt. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte treten Sie ein. What the fuck, wieso kommen die da rein? Wer sind die denn? Petra. Haben wir es. Fantastisch. Kommt der Impuls denn von hier? Hat jemand... Stimmt was nicht? Mist! Phantome, Peter! Tja, hast du eine Ahnung, was ein Klon von Elisabeth Sobek hier will? Vielleicht war es Gaia, als es sich zerstörte. Eine letzte Hoffnung für das System. Das klingt gar nicht gut. Nee, nein, danke. Verzichte. Aber die Nein, schon genug Probleme. Eric! Ja? Wie wär's mit ein wenig Downsizing? Sicher. Was, wenn sie den Impuls schickte? Dann war das töricht von ihr. Aber wir haben, was wir wollten. Setzen wir es ein. Haben die Schutzschilde um sich rum? In VR töte ich ständig. Aber dieses Zittern, wenn das Leben entweicht. Das bekommt kein Holo hin. Klapper nur schön weiter. Mach dich zum tollen Ziel. Du meinst, dieser primitive Schrott kann mir etwas anhaben? Oh Mann, das wird lustig. Oh Scheiße, und jetzt? What the fuck, Alter? Ich kann nichts ausrichten. So, jetzt kann ich die Kopplungen zerstören, die das Ding halten. Treffer! Du willst das genauso wie ich. Wow, ich muss da weg. Alter. Das hilft. Zerstören und den Prozessor runterholen. Eine weniger. Was hast du vor? Ach, komm, lass mich doch jetzt mal weglaufen, du blöder Affe.
Ach komm, du Arschloch. Komm schon. Hier, ich muss den Hauptrad kappen. Der hat die Verkopplung gehalten. Es ist noch zwei Kopplungen am Draht. Greif mich an, nicht die dumme Maschine. Ja. Du weißt doch gar nicht, was das ist. Scheiße. Zeit für ein paar Zielübungen. Jawohl. Wenn es abstürzt, kann es dich umbringen. Besser als dir den ganzen Spaß allein zu gönnen. Kaboom. Was sollte das? Dass ich töte, was du tot haben wolltest? Was denkst du dir bloß? Die Plattform ist eingestürzt und die Leiche mit ihr. Okay. Und seit wann kriegst du nicht mehr, was du willst? Phantome. So. So. Ich muss einen Ausgang finden. Da fließt. Vielleicht geht's da unten weiter. Scheiße, Mann, ich brauche einen Ausgang. Noch mehr Phantome. Ich bleibe lieber unentdeckt.
Komm. Ist das anstrengend und aufregend und überhaupt. Aber okay, kann mir jetzt mal einer trotzdem erklären, wer die sind und was sie wollen und überhaupt, warum die so arschig sind? Es kann doch nicht gewollt sein, dass sie ihren eigenen Planeten zerstören. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Und ich habe keine Heiltränke mehr. Sieht wie ein Versorgungsraum aus. Das Wasser führt hierher. Vielversprechend. Was ist das? Feuerglimmer. Perfekt. Nicht gut. Hey, sie atmet noch. Nein. Das war... Shongu. Ich bin hier. Ich muss... Hey, hey, langsam. Immer langsam. Hey. Alles da. So wie du ihn vorhin umklammert hast, muss er wichtig sein. Wo sind wir? Ein Außenposten des Utaru-Stamms. Nicht weit von deinem Sturz. Wie lang?
zwei Tage. Aloy? Wir haben keine Zeit. Ich habe was gefunden. In den Bergen westlich von Rheinklang. Ja, das hast du unterwegs gemurmelt. Aloy, was auch immer du da gefunden hast, du kannst jetzt nicht... Wenn es sein muss, kriech ich. Okay, gut. Aber vorher musst du mit jemandem reden. Mit deiner Utaru, so. Sie hat von Ärger in den Bergen gesprochen. Von einer Höhle, aus der Maschinen kommen. Das kann kein Zufall sein. Warum brauchen wir sie? Gehen wir zur Höhle. Sie liegt im Gebiet der Utaru. In ihrem Gebiet. Sie kann uns helfen. Glaub mir. Gut. Dann auf zur fabelhaften Zoe. Grüne Gliedmaßen welken, Wurzeln faulen im Schnee. Doch der Samen wird wachsen, so sicher wie Stein. So. Sie sollte im Bett sein. Aloy lässt sich nicht sagen. Du bist also so. Val meint, wir sollten reden. Über die Maschinen. In den Bergen westlich von Rheinklang. Ich bin Grabesängerin. Mein Platz ist hier. Erhol dich erstmal. Was hat es denn? Sie heißt Re, nicht es. Eine unserer Landgöttinnen. Und sie stirbt. Doch nicht nur das. Sie leidet. Ihr Zustand geht dich nichts an. So, wenn jemand helfen kann, dann Aloy. Darf ich? Vorhabe sieht schmerzhaft aus. Wird dir aber helfen. Speer. Uns noch unterhalten. Also gut. Hier entlang. Eine Maschine, die den Menschen hilft? Das ist ja mal was ganz was Neues. Die Berge. Westlich von Rheinklang. Es gibt Ärger. Ärger haben die Utaru überall. Unsere Ernte ist verdorben, unsere Siedlungen verlassen. Aber in der Höhle in den Bergen ist es am schlimmsten. Sie ist ein heiliger Ort. Fa, eine unserer Landgöttin, ist vor Wochen hineingegangen, aber noch nicht wieder herausgekommen. Das ist schlecht. Dafür kommen tödliche Maschinen raus und überwältigen uns. Es ist noch nie geschehen. Wäre ja nicht deine erste heilige Höhle. Du sagtest, dass der Stamm Probleme mit Feldern und Siedlungen hat. Ja, einst fuhren unsere Landgötter reiche Ernte ein, doch jetzt sehen sie giftiges Verderben. Krieg schwelt unter den Tenakt, ihre Rebellen treiben sich an den Grenzen rum. Und die Maschinen werden immer aggressiver, kesseln uns ein, sodass wir entfernte Dörfer aufgeben müssen. Jetzt kommen sie sogar aus unserer heiligen Höhle. Viele im Stamm fürchten, dass unsere Tage gezählt sind. Ich würde gern sagen, dass es anderswo besser ist. Aber wir verlieren die.
Die mögen sich. Reh und die Maschinen wie sie, sie sind Götter für euch? Landgötter, ja. Seit Generationen sorgen sie für uns. Bestellen und ernten die Felder von Rheinklang. Nahrung für alle. Ein Wunder endloser Fülle. Eine Farm. Maschinengeleitet. Mehr als eine Farm. Gesegnetes Land, das meine Leute am Leben erhält. Bis zur Störung. Also ist die Höhle heilig, weil Maschinen wie Reh und die, die du Fa nennst, sie besuchen? Ja. Vor der Störung hat jeder Landgott die Felder verlassen und ist zur Höhle gepilgert. Immer in derselben Reihenfolge. Erst Do, dann Reh, dann Mi und so weiter. Alle mit Erde von den Feldern besprenkelt. Sie tauchten 2 Tage später, wie neu und ohne einen Kratzer wieder auf. Alle Erde und alle Zeichen der Verehrung waren weg. Jede Rückkehr wurde mit einem der 8 heiligen Feste unseres Kalenders gefeiert. Aber die Störung hat den Zyklus verändert. Ja, oder zumindest dachten wir das. Mit der Zeit haben die Landgötter ihre Pilgerschaft aufgegeben, wurden wirr und zerbrechlich. Doch vor 3 Wochen hat Fa die Höhle betreten. Der gesamte Stamm erhob seine Stimme zu einem Lied, betete, dass der Zyklus von neuem beginnen würde. Fa ist nicht wieder aufgetaucht. Maschinen, die uns töten wollen, allerdings schon. Werden die Maschinen in der Höhle gebaut? Wie in einer Brutstätte? Sieht so aus. Aber wie diese Landgötter kommen und gehen, so etwas habe ich noch nie gesehen. Was ist nach der Störung mit den Landgöttern passiert? Sie schwanden. Jahr für Jahr. Einst waren sie friedfertig. Jetzt wenden sie sich gegen uns, wenn wir uns nähern, greifen uns sogar an. Sie haben die Erde immer angereichert, doch seit mehreren Jahren verderben sie sie mit Mulch. Die Felder sind alle verseucht. Es breitet sich immer weiter aus, über unsere Lande hinaus. Wir hatten immer Nahrung für alle. Jetzt können wir kaum noch unsere Kinder ernähren. Muss die Überdüngung sein? Vielleicht wird es durch Sporen übertragen? Ich weiß nicht. Das ist ja noch nicht alles. Jeder Landgott hat die Höhle einmal jährlich besucht, aber jetzt nicht mehr. Ohne die Erneuerungsrituale sind sie verfallen. Wie Reh. Sie sterben. Und mein Stamm mit ihnen. Du hast dich Grabessängerin genannt. Was bedeutet das? Alles Lebendige muss ein Ende finden. Ich soll den Übergang leichter machen. Ich versuche, Ruhe zu bringen. Singe von der Erneuerung, für die der Tod den Weg bereitet. Ich hätte nie gedacht, dass ich für eine unserer Landgöttinnen singen würde. Ich weiß nicht mal, ob Reh mich gehört hat. Du hast sie mehr beruhigt, als ich es je könnte. Es ist nicht deine Schuld, so. Ohne das zweite Gesicht hättest du nichts weiter tun können. Danke, dass ihr uns aufnehmt. Val ist derjenige, der dich durch die Wildnis getragen hat. Ich denke, sonst hätte uns hier keiner aufgenommen. Oder wäre an meiner Seite geblieben, damit Aloy es bequem hat. Wir hatten Glück, dich zu finden. Ich könnte das Gleiche sagen. Klingt, als ob ihr viel Zeit miteinander verbracht hättet. Ich wünschte, dafür wäre keine Verletzung nötig gewesen. Hoffentlich geht es dir bald besser. Na dann. Ich muss mir die Höhle ansehen. Was? Das ist niemandem erlaubt. Zeit für eine Ausnahme. Sie gehört den Landgöttern. Hör zu. Da ist noch etwas anderes drin. Etwas, das Probleme auf der ganzen Welt lösen kann. Die Stürme, die Störung. Vielleicht sogar eure kaputten Landgötter.
Was soll das denn bitte sein? Ein Geist? Ja. So in etwa. Ich könnte zurück nach Rheinklang. Den Chor versammeln. Erzählen, wie du Reh beruhigt hast. Sie um Erlaubnis bitten, reinzugehen. Großartig. Ich hol meine Sachen. Sie braucht Ruhe. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Alles gut, alles gut. Es wird dauern, den Chor zu versammeln. Kurier dich aus. Dann komm. Gut. Bettruhe. Verstanden. Sie braucht dich nicht, um zu heilen. Du könntest mit mir nach Rheinklang kommen. Mich dabei unterstützen, den Chor zu überzeugen. Vielleicht wird das für sie. Das tue ich gern, aber... Vielleicht rennt sie weg. Wirklich? In Ordnung. Bis später. So, warte. Es... ist nicht, dass ich nicht mit dir gehen will, aber ich... Huch! Ist es das, was du sagen wolltest? Ja. Mit Fragezeichen, jawohl. Dann freue ich mich schon wieder, mit dir zu reden. Ja, ich mich auch. Du sollst dich ausruhen. Bal, du solltest mitgehen. Ich werde von allein wieder gesund. Du willst mich loswerden damit? Nein. Mal nicht. Wir treffen uns in Rheinklang, wenn ich bereit bin. Bist du sicher? Ja. Geh. Verschwinde hier. Okay. So. Warte. Wer sind die? Das würde mich auch interessieren, wer die sind. Okay, alles verheilt. Und nach 13 Wochen kann sie wieder raus. Ja, okay, die kenne ich ja schon, die giftigen Pflanzen. Also, Reh, sie ist irgendwie sanft. Vielleicht Teil der Programmierung. Flughorn. Ach, das ist dieser Triceratops. Harte Außenhülle, die die synthetischen Muskeln und Betriebssysteme schützen. Flughörner ablösen oder zerstören, um die Effektivität der Klebeangriffe zu reduzieren. Klebe? Haupt-Upgrade-Rohstoff. Okay. Klebestoffbehälter. System zum Verstreuen von Samen. Beim Aufschlag setzen Samenbomben eine harmlose Wolke aus Dünger und Samen frei, die Sichtschutz bietet. Okay. Alter, das Teil hat saumäßig viel Zeug. Löschwasserbehälter. Behältnis mit wirksamem Dünger. Durch Beschießen dieses Bauteils wird der Schweif kurzzeitig aufgespalten, wodurch die Schweifkapsel freigelegt wird. Und was bringt das? Schweifkapsel?
Ein gut geschütztes Rohstoffbehältnis zu erreichen. Nee, nur erreichbar, nachdem die Schweifbefestigung getroffen wurde, wodurch der Schweif aufgespaltet wird. Okay. Alter, das Teil ist ja heftig, was man sich da alles merken muss bei dem Ding. Eine Beschaffungsmaschine, die den Boden pflügt, bevor sie Dünger und Samen verteilt. Sie hinterlässt eine Spur von schnell wachsenden Pflanzen und eine Staubwolke, in der man sich verstecken kann. Was? Fette Maschine. Was willst du? Gibt es irgendein Problem? Das Problem sind Fremde. Du bist die zweite, die ich heute sehe. Je früher ihr geht, desto besser für das Land hier. Desto weniger übel das Wurzeln schlägt. Ich dachte, den Schmerz eures Landgottes zu lindern, hätte für ein wenig guten Willen gesorgt. Reh wird sowieso sterben, genau wie wir alle. In der Zwischenzeit kommen Fremde und rauben das bisschen, das wir haben. Wie diese Kaja-Jägerin vorhin, gekleidet wie ein Vogel, mit einem Utaro-Mädchen im Schlepptau, als wäre sie eine Sklavin. Nannte das Mädchen eine Drossel. Das habe ich noch nie gehört. Muss eine Art Kaja-Fluch sein. Moment, eine Kaja-Jägerin mit einer Utaro-Drossel? Was, führe ich Selbstgespräche? Ja. Hab sie heute gesehen, rannten nach Südwesten, in den sicheren Tod. Da kann man keine Stachelfrucht ernten. Zu viele Maschinen. Armes Utaro-Mädchen, wer sie auch ist, möge ihr Same fruchtbaren Boden finden. Es war nicht deine Absicht, aber du hast mir geholfen, eine alte Freundin zu finden. Danke. Ich brauche deinen Dank nicht. Ich will ihn nicht. Die sitzt da ganz schön nah dran, muss ich sagen. So, jetzt gucken wir uns erstmal hier um. Wo sind wir denn jetzt hier überhaupt? Ah, okay, das ist also dieses unbekannte Lager. Hier oben soll dann wohl... Ja, hier oben ist Reinklang. Mhm. Wirst du heute kaufen oder verkaufen? Ich gucke mir mal an, was du so Schönes hast. Okay, nichts Gescheites auf jeden Fall. Na gut, ach so, hier geht's raus, okay. Wollte nämlich schon gerade fragen. Wie komme ich hier eigentlich raus? Ich muss Wahl und so in Reinklang treffen. Den Chor fragen, ob wir ihre heilige Höhle betreten dürfen. Minerva sollte sich darin befinden. Damit kann ich Gaia neu starten. Und dann können wir vielleicht herausfinden, wer die Fremden im Testlabor waren. Aber als erstes sollte ich nach Süden gehen, um eine alte Freundin zu treffen. Schauen, was sie hier draußen tut. Und mich etwas umsehen.